Herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, dem zweiten Teil von Horizon. Wir sind hier in alten Ruinen. Hier scheint es noch Strom zu geben und wir müssen ein Gaia-Backup finden. Das sollten wir aufbrechen können. Sollten wir. Kommst du, Val? Val mag ich übrigens sehr gerne. Den habe ich gerade erst kennengelernt in Teil 1. Der ist mir sehr sympathisch. Ach so, wird. Oh! Doch gedrückt halten, aber es geht gerade super schwer an dem Controller hier von der PlayStation 5. Schwerer als erwartet irgendwie. Aber Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Von oben? Ja, sieht so aus. Ich muss leider erst hier looten. Bäume und so, ihr wisst Bescheid. Stinkt hier so. Kletterausrüstung untersuchen. Wer das Ziel gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Wo sind sie jetzt? Das weiß man nicht. Aber irgendwas stinkt hier, also schauen wir mal. Ein ganzes Lager. Oh. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Da steht eine Tasche. Von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Ja, aber da steht eine Tasche. Können wir die nicht mitnehmen? Wäre doch voll praktisch, so ein Rucksack. Voll gut vorbereitet hier alles. Richtiges Lager so als. Weiß ich nicht, würden sie hier wohnen oder so. Sieht hier aus wie eine Werkbank oder sowas. Mit diesen ganzen kleinen Hebeln, da ist irgendwas. Ja, richtig cool. Können wir aber leider nichts mitmachen. Okay, das heißt, wir müssen uns also den Schoten ansehen. Oh, da ist was. Das nehmen wir natürlich mit. Kleines Vorratslager. Haben wir noch irgendwas verpasst? Passiert was, wenn wir da rein? Kriegen wir Schaden, wenn wir da durchlaufen? Oh, ja. Ja, du sammelst Säureschaden an. Trinke einen Reinigungstrank, um negative Statuseffekte abzuheben. Wow, ich hab sowas nicht. Ach, es geht von alleine wieder weg. Okay. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Ja, mach mit. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Psykräften wollte ich gerade sagen. Leute, hier drüben. Ich glaube, ich hab da was. Bei ihm hier? Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hak es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Den eben schon mein benutzt. Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Mhm. Die waren eben noch nicht da. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Hier, so eine Tasche steht doch da drüben auch. Ja, guck mal. Können wir uns beide angucken. Rucksack. Habe ich so gesehen, brauche ich keinen Fokus für. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Wir wollten hier wohl eine Weile bleiben. Ihr redet aneinander vorbei. Aneinander vorbei. Auch nicht wieder ins grüne Zeug, bitte. Den gucken wir uns auch noch an, den Rucksack. Beutel. Maschinenkabel stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Ach, wie praktisch. Es ist sogar wirklich eine Werkbank. Zugwerfer, Spezialausrüstung, legendär. Eine verbesserte Version des Prototyp-Werkzeugs eines Stöberers, der sich an Objekten festsetzen und sie herbeiziehen kann. Ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Okay. Oh, wir können noch weitere Sachen machen, wenn wir der Story folgen.
Wie praktisch, dass wir ein beschädigtes Werkzeug haben, ein Maschinenkabel und genau einmal Maschinenschrott. Dann bauen wir doch mal dieses coole Zugwerfergerät. Spezialausrüstung erhalten. Nochmal geht nicht, wir haben es ja schon. Da, ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das klappt, weil die Trümmer sind trotzdem noch schwer. Der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Kreuz. Ja, okay. Muss man sogar gedrückt halten. Halte zum Einsetzen zu L2. Ach so. Und tippe dann Dreieck. War das Dreieck? Zugwerfer ist L2. Ach so. Das da. Und dann Dreieck. Ich bin einfach nur zu blöd. Ach so. Hier wechseln wir durch. Halte R2 gedrückt, um den Zugwerfer abzufeuern. Gott, ich kann schon nicht mal mehr lesen. Ich versuche gerade herauszufinden, wie wir das wiederfinden, wenn diese Info da nicht mehr steht. Dass wir hier wechseln können. Also ich meine, ich sehe hier Bogen, Zugwerfer. Aber diese Symbole sehen immer so... Also ich meine, der Zugwerfer hat dann als Rüstung sozusagen irgend so einen Pfeil mit Kabeln. Und das hat normale Pfeile, aber... Wie sehe ich denn jetzt genau, dass das hier so ein Kreuz hat? Also Kreuz hat er ja... Oh, was muss ich machen? Halte er zwei gedrückt. Ich drück doch schon. Bin ich zu weit weg? Muss ich irgendwas Bestimmtes treffen? Check ich nicht. Upsi. Da unten? Ne, das wollten wir ja gar nicht. Wir wollten das da und das. Und dann halte gedrückt. Ach so, jetzt hat's geklappt. Okay. Muss ich immer noch gedrückt halten? Hat sie das gerade mit eigener Kraft rausgezogen? Ach, hier ist noch was. Okay. Oh, falsch. Wie umständlich. Ah, wenn ich loslasse, hört sie auch auf. Okay, verstehe. Also wir müssen wirklich gedrückt halten. Wobei mir noch nicht klar ist... Oh, L2 loslassen zählt auch zum Loslassen. Wobei mir noch nicht klar ist, woher sie die Kraft hat, um das so rauszuziehen. Das ging besser, als ich dachte. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas... Können wir noch irgendwas finden, was unser Fokus erst später findet vielleicht? Nee, sieht okay aus. Okay, dann gehen wir da wohl mal durch. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Nutze deinen Fokus, um mehr über deine Umgebung zu erfahren und Rätsel zu lösen. Hm. Datenkonsole. Eine Vorratskiste. Ich glaube, ich kann den Zugwerfer benutzen. Okay. Du hast gesagt, du kannst den Zugwerfer benutzen. Dann lass mich den Zugwerfer benutzen. Aber wie denn? Dann müssen wir erst höher. Ich sollte das Fokus-Display öffnen und schauen, was ich finde. Ja. Kann mit dem Zugwerfer bewegt werden. Muss ich erst hier oben sein? Kann ich das da? Naja, egal. Also wir müssen zu dieser Konsole vermutlich. Ist hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Da oben. Aber das können wir scheinbar nicht analysieren. da. So, vielleicht komme ich da hoch. Greifpunkt. Freiliegende Struktur, die menschliches Gewicht tragen kann, kann aus der Entfernung per Wurf erreicht werden. Nutze den Greifpunkt, okay. Und wie geht das? Du kannst bestimmt nur den Welt per Greifpunkt. Greifwurf erreichen. Springe und tippe X an, um dich... Springen ist doch X. Ach so. Ach, das macht sie ganz alleine schon. Wow. Diesen Hakengedöns. Hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt.
Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Wir könnten ihn runterwerfen, eigentlich auch, ne? Eigentlich könnten wir. Ich kann das einschalten. Da war nämlich so ein Dings, oder? Oh, ich würde ganz gerne runter und mir. Oh, upsi! Zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto: Greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Was? Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Ich habe gar nicht richtig zugehört. Ich hätte zuerst tatsächlich zu dieser Plattform gehen sollen, das stimmt. Geh mal weg. Was wohl in diesem Auditorium ist? Ich habe den Anfang nicht mitbekommen. Wir werden es sehen. Das ist super schade, dass ich den Anfang da jetzt verpasst habe. Ja, okay. Aber naja, gut. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Dann gehen wir weiter. Das da wollte ich mir auch anschauen. Hier gibt es Greifpunkte. Irgendwie offenbar. Ich schätze zwar, wir wären auch so dran gekommen. Hüpf, tippe das an, um dich fallen zu lassen. Ja, das mache ich. Ich kann mir aber alles nicht angucken hier, ne? Leuchtet zwar überall, aber geht nicht. So, hier oben war doch aber irgendwo. Diese Kiste mit den Vorräten. Die haben wir doch gesehen von unten. Wo war denn das? Naja gut, wir können ja erstmal sowieso nur hier rüber. Oh, oder wir können nicht rüber. Also wenn wir rüberspringen, theoretisch, wenn wir das schaffen. Dort hinten oben ist diese Kiste. Okay, ich bin auch zu blöd. Was muss ich denn jetzt schon wieder machen, dass ich da hinkomme? Oh, wir waren eigentlich schon fast dran, aber naja gut. Oh mein Gott, so, naja, Tippe X. Schnell an, während du in der Luft bist. Ja, okay. Wow. Das hat ja gut funktioniert. Ich habe extra X getippt, damit sie da dran springt. Und dann springen wir einfach nur sonst wohin. Super unhilfreich. Dann müssen wir das da langsamer machen. Wir würden da auch so dran kommen. Bestimmt würden wir da auch so dran kommen. Sie ist voll gut in diesen Sachen. So, und runter. Okay, und hier? Was ist hier jetzt? Ist das doch auch gelb? Ach so. Sind wir eben nicht weit genug gesprungen oder war ich nicht schnell genug am Laufen? Ich bin jetzt, glaube ich, gerade gerannt und das war eben vorher nicht so. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Ja, ich muss aber ganz kurz das bewegen. Ja, guck mal. Das macht sogar so ein Symbol. Was musste ich nochmal drücken? Okay, jetzt lassen wir die Leiter für Wahl runter. Wo ist sie denn? Die gute Leiter. Da ist die Leiter für Wahl. Nein, wir gucken ganz kurz uns die Kiste an, die wir da runterholen konnten. Alte Truhe für Wertgegenstände. Also, altes Klangspiel, alter Ring. Leiter unterlassen. Bitte schön. Danke. Und jetzt können wir hier rein? Vermutlich. Wie hübsch das aussieht. Sind das Sterne? Das sieht ja richtig schön aus. Menschen. Homo sapiens. Wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Fa-Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Fa-Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war.
das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten bestätigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Tja. Und die ganzen hoffnungsvollen Menschen, zukünftige Bewohner von neuem Planet, sind wohl mit explodiert? Gab Elizabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Farsenev glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon. Aber Sie sahen noch nicht. Wie? Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Tja, diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Das ist schon richtig nice. Da, das Backup. Es sollte da drin sein. Oh, sieht richtig schön aus. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Richtig schön. Und das erinnert mich ein bisschen an Jurassic World, wo man auch diese alten Gebäude findet. Gehen wir weiter. Wo auch alles überwuchert ist und so. Teilweise noch. Wirklich unglaublich, dass die Alten fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge. Funktional. Und schlechte. Was kommt drauf? Ist komisch alles. Sterne. Er kann es gar nicht fassen. Gibt's hier irgendwas? Wir sind hier so schnell durchgerusht. Einfach in einer Videosequenz, aber sieht nicht so aus, oder? Was ist das da? Nö, das war wohl meine Sitzbank. Okay. Also da mal rüber. Und mal schauen. Ach, da geht's raus. Ja, okay. Alles völlig zugewachsen. Voll cool. Alles überwuchert. Das ist ganz cool. Ja, hat er recht irgendwie. Und da drüben war da auch noch was. Ja, nehmen wir natürlich alles mit. Wie auch immer man auf die Idee kommt, das hier oben zu lagern. Ich weiß nicht, wie das hier mal aussah, als es noch heile war. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Ja, vielleicht.
heißt, was soll er tun? Ich sollte das Ding aus der Wand ziehen können. Zugwerfer, ja, okay. Das hätte ich jetzt auch ausprobiert. Ach, so sieht das dann aus mit X markiert, wo wir uns quasi mit diesem Zugwerfer an sich auch schon... dran ziehen könnten. Der muss aber ganz schön viel Kraft potenzieren hier. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Ach, so unheimlich ist es gar nicht. Ich finde es echt schön. Ich mag das super gerne, wenn irgendwie in so Spielen die Natur alles übernimmt. Generell mag ich sehr gerne Orte, wo man viel Schönes von der Natur sieht. Und auch wenn das hier die Plage ist, sieht es trotzdem irgendwie echt hübsch aus. Ja, das sieht auf jeden Fall. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Riesig groß aus. Es sieht riesig groß aus. Also wirklich riesig groß. Was haben wir hier? Stein. Ja, Stein nehmen wir gerne. Hier noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Oh, noch mehr Bieselblinks. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ah, okay. Ja, weiß ich doch. Das ist der neue Jäger hier, oder was? Der ist auf jeden Fall super busy, aber ich will auch diese Sachen hier looten. Ich will es nicht gleich am Anfang versauen. Gott, er dreht sich noch um. Ich kann zur Abwechslung einen Stein werfen. Ihnen eine Position finden, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment erpassen. Und jetzt werfen. Wie werfe ich nochmal? Okay. Das hat ganz gut funktioniert. Ich bin ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Hat er das da oben auch hingekriegt? Vor allem will ich aber meine Steine wieder haben. Und Reinholz nehmen wir auch wieder mit. Meiner ist auch erledigt. Hast du gut gemacht. So, noch mehr Stein. Ist da oben noch irgendwas? Irgendwas Cooles, was wir mitnehmen können? Sieht gerade nicht so aus. Da vorne ist noch was Grünes. Ach, das war der, den er geledigt hat. Erledigt, getötet hat. Was war da? Da war irgendwas Flackeriges. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Sieht nicht so aus. Dann können wir ja hier wieder hoch. Kommen wir hier hoch? Kommen wir jetzt ernsthaft hier nicht hoch? Sonst wo überall kann sie lang, aber da nicht. Gut. Da kannst du doch auch. Da sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Sind wir? Wie viele sind denn da noch? Diese eine.
Da hinten ist noch eine. Okay, hier müssen wir irgendwie runter. Nach Möglichkeit so, dass er uns nicht... So, wir könnten uns ja mal hinhocken, ne? Ja, folg mir mal. Ist okay, aber der da drüben darf uns auch nicht sehen. So. Ich weiß halt nicht, ob uns der da sieht, wenn er hier direkt vor uns scannt. Mir fehlt so ein bisschen das Symbol, was wir sonst oben in der Mitte hatten. Vielleicht sehe ich es auch nur nicht, wie sichtbar wir sind. Das ist cool, dass sein Bogen bereit ist. Ich würde aber ganz gerne Sneaky versuchen. Deswegen warten wir mal ganz kurz, bis er hier rum ist. Du läufst da voll raus. Pass auf. Du brauchst mir keine Deckung geben. Ich zeig dir doch hier gerade alles. So, komm her. Hat der andere nicht gehört? Hat er nicht gehört? Wo ist denn der andere? Oh, oh, da ist der andere. Warte, wir machen mal den. Kennt er da? Ach, der geht richtig runter. Okay, verstehe. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Der kommt ja gleich wieder. Ich glaube, uns soll so ein bisschen die Vibration vom Controller sagen. Oh oh. Oh oh. Wie sichtbar wir sind. Aber ich glaube, das hier ist ein bisschen besser. Da sind wir ein bisschen dichter dran, oder? Ach, da unten ist noch einer, um Gottes Willen. Ich mag dieses Scan-Geräusch nicht. Kommen wir hier dicht genug ran? Gerade so, ja, gerade so. Ich wollte auch noch nicht nach unten gehen. Wenn uns der andere da auch noch sehen kann. Ich sammle hier mal ganz kurz ein. Ich hoffe, die sehen uns jetzt nicht, wenn wir hier normal laufen. Aber wir nehmen mal eben alles mit, was es hier gibt. Was ist hier oben noch? Auch was zum Verstecken. Da geht es wahrscheinlich weiter. Da unten ist die nächste Maschine. Da ist was Grünes. Das klingt doch ganz gut zum Runterfallen lassen. Was auch immer das hier ist. Alte Vorratstruhe. Dann machen wir mal so. Und schauen mal, ob wir ihm hier hinterher sneaken können, um dann da dran zu kommen. Ja, eins hätte ich gerne, auch wenn ich gerade nicht so viel sehe. Ja. Okay, das hat funktioniert. Sehr cool. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ja, der Bart. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, da dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Ja, beleidigt wäre jetzt ein bisschen zu viel, ne? So, das noch schnell mitnehmen. Reinholz-Gesellschaft können wir nicht genug haben. So. Hupala. Hier rein hat die Plage es auch geschafft. Ja. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Armer Fuchs. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Hat man im Trailer schon gesehen, dass da so ein Fuchs... leiden und sterben muss. Voll traurig, voll mies. Gerade so Tiere, immer wenn so Plagen oder Katastrophen oder irgendein Unheil, was weiß ich, ein Waldbrand und so weiter, wenn sowas immer ist, das tut mir richtig leid, weil die Tiere einfach keine Chance haben und das überhaupt nicht so einschätzen können. Ist das ein Lagerfeuer? Das ist ein Lagerfeuer. Okay, wir gehen einfach durch. Ich wollte gerade sagen, wir können hier speichern, aber das können wir scheinbar nicht. Und das ist jetzt nicht verwunderlich, dass das hier brennt?
Okay, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kein Lagerfeuer und... Die müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Ja, ein paar haben sie erwischt. Okay, wir können die nochmal durchsuchen und den Rest, würde ich sagen. Wie es dann da unten weitergeht. Was das für ein cooles neues Symbol ist oder sah das nur so aus? Wir werden es auf jeden Fall erfahren in der nächsten Folge. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Danke euch fürs Zuschauen und dann bis dahin. Ciao, ciao.